TV Straßensound. Wir haben den einen oder anderen hier beim The Dome eine Ansage machen müssen, weil das natürlich... Künstlern? Unter anderem, okay. Ne? Weil, wen habe ich getroffen? Ich habe Namika tatsächlich getroffen. Mhm. Wir haben ja voll die harmlosen Songs gespielt. Wir haben ja jetzt hier nicht so voll auf die Kacke gehauen. So, nicht, dass sie nachher den Dome wieder abschaffen wollen. Und man hat aber gemerkt, das sind zwei verschiedene Welten, die hier sind. Weißt du, wie ich meine? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu TV Straßensound. Mein Name ist Marvin und zu meiner Linken sitzt Manuelsen. Wie geht's dir? Was geht ab, Bro? Sehr gut. Wie geht's dir? Ja, entspannt, gechillt, alles cool. Jetzt auf jeden Fall entspannt, gechillt. Eben hast du deinen Auftritt gehabt. Ja, da war auch entspannt, alles cool. Ist halt so ein Teenie-Auftritt, ne? Ist halt ein anderes Publikum, ein anderer Vibe von Auftreten, so, aber ist auch nice. Wir haben so einen Familientag draus gemacht. Die ganzen Schabab haben ihre Frauen mitgebracht und wir haben so ein Familiending draus gemacht. Mhm. Wir haben den einen oder anderen hier beim The Dome eine Ansage machen müssen, weil das natürlich... Künstlern? Unter anderem, okay. Ne? Weil man merkt halt schon, so von den normalen Events, die man spielt, so, wo so Kanaken sind, da sind die Regeln halt klar, da benimmt sich jeder so, wie er sich benehmen muss. Mhm. Aber hier wurde halt die Frau von einem von uns, ich sag jetzt mal nicht, von wem, wurde halt da so blöd angequatscht irgendwie, da mussten wir kurz die Verhältnisse zurechtrücken an der Stelle. Aber... Was war das Problem, wenn ich fragen darf? Das Problem war, dass unsere Frau angequatscht wurde. Nein, ich meine, warum? Also, ach so, angequatscht. Ich dachte jetzt so irgendwie... So läppisch angequatscht. So, ey, Dings, dies, das und das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen, da wir ja, Könige im Schatten sind. Und das wurde auch dann schnell geklärt und dann hat man auch Einsicht gezeigt, wenn ich das so nennen darf. Okay. Und das so, aber sonst ist alles ruhig verlaufen hier. Bestimmt ruhiger als bei uns. Wir sind schon hin und wieder hier rausgeschmissen worden heute. Echt? Ja. Wer schmeißt euch raus hier in Oberhausen? Ihr seid bei mir zu Hause hier. Wer schmeißt euch raus? Sag mir. Ich musste denen erstmal sagen, ich gehöre zu Manuelsen. Dann haben die mich durchgelassen. Ich dachte, oh, Hallas, okay. Okay. Dann okay. Nein, Spaß beiseite. Alles cool. War ein schönes Event. Hat Spaß gemacht. Hast du heute auch Künstler treffen können, die du vielleicht vorher noch nicht kanntest? Und die du jetzt auf dem Schirm hast? Ja, ich habe, wen habe ich getroffen? Ich habe Namika tatsächlich getroffen. Mhm. Jetzt nicht wirklich großartig gequatscht, aber sie ist halt eine Künstlerin, die man kennt. Ist sehr erfolgreich in Deutschland. Und die Rula, die auch da mit uns heute hier aufgetreten ist, die hat uns dann so vorgestellt. Mhm. Und das war cool halt. Haben wir Namika getroffen. Wir haben, wen haben wir noch getroffen? So ein paar Schauspieler. Okay. Ein paar... Das sind ganz schön viele hier. Influencer. Mhm. Ne? Influencer. Und und Juri habe ich getroffen tatsächlich heute. Seit langem erstmal wieder. Ich habe ja, den habe ich das letzte Mal vor 5, 6, 7, 8 Jahren gesehen. Und heute habe ich ihn wieder getroffen. Auch cool. Und dann direkt anmoderiert. So, weil wir laufen ja alle unter Chapter One. Deswegen, wir hatten so einen Chapter One Block. Mhm. Und da haben wir uns dann gegenseitig so supported und anmoderiert und... Das war super, hat Spaß gemacht, nice. Ich habe zu Ramin schon gesagt, wenn das nicht ausgestrahlt wird, ist es seine Schuld. Mhm. Wenn The Dome gar nicht ausgestrahlt wird, weil er hier alle Rapper reinbringt. Ja. Sind wir jetzt auch schon eine Hip-Hop-Veranstaltung geworden? Ja, aber wir haben ja voll die harmlosen Songs gespielt. Wir haben ja jetzt hier nicht so voll auf die Kacke gehauen. So, nicht, dass sie nachher den Dome wieder abschaffen, weil irgendwas... Ja, wer weiß, geht schnell. Der Echo hat es ja schon hinter sich, nicht, dass sie den Dome jetzt auch wieder... Es gibt auch so schon andere Veranstaltungen, wo die letzten Jahre viele Rapper waren, da haben sie jetzt erstmal so ein bisschen weniger eingeladen. Ja, das ist auch ganz klar, weil die Rapper benehmen sich auch wie die Affen. Was ich meine, ist ja logisch, das ist ja kein großes Geheimnis. Aber gerade wir, also unsere Jungs alle, wir sind alle stramm, was ich meine, wir sind gut erzogen, wir haben Manieren und wir kommen hier hin, wir machen unseren Job und wir gehen wieder. Weißt du, wir sind nett und höflich zu jedem und meint man gar nicht von uns, aber ist halt wirklich so. Also ich lege da sehr viel Wert drauf, dass wenn wir gehen, dass die Leute tatsächlich auch einen guten Eindruck von uns haben. Hast du damals schon The Dome verfolgt? Ich meine, es war jetzt, glaube ich, 5, 6 Jahre lang nicht stattgefunden. Safe Dome verfolgt. Hättest du damals gedacht, dass du mal bei The Dome auftrittst? Ich meine, ist ja so ein Standing, so ein Markt. Ich bin ja schon mal bei The Dome aufgetreten. Echt? Ja, mit Sandy zusammen. Okay, welches Jahr war das? 1800. Nein, weiß ich gar nicht mehr genau. Wann war das? 2000 oder irgendwas. Und aber da war es halt so, war ich halt mit Sandy da. Mhm. Jetzt war es das erste Mal so Manuelsen und so, weiß ich meine. Und man hat aber gemerkt, das sind zwei verschiedene Welten, die hier sind. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So in der Hip-Hop-Szene so, wenn König im Schatten auf ein Dings kommt, dann ist so, wo König im Schatten ist da. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Hier ist so,
da tatsächlich gibt es manche Leute, die fragen so, wer ist das und so. Ich bin so voll gekränkt, so wie, wie ihr wisst nicht, wer ich bin. Aber ist normal. Das sind zwei verschiedene Welten. Ist cool, hat Spaß gemacht. Ja, du musst auch so ein bisschen Verständnis haben. Die Kiddies, die sind nicht mal geboren worden, wo du da angefangen hast zu rappen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, deswegen ist alles cool. Alles cool, hat Spaß gemacht, ist eine super Veranstaltung gewesen. Die Leute waren super nett, organisatorisch waren nice. Red Carpet haben wir so gemacht und so, dies, das. Naja, also Fotos und dann direkt wieder. Naja. Was für Presse reden, scheiß auf die. War nichts Besonderes. Außer zu TV Straßenzaun. Wo ich euch gesehen habe, da ist mein Herz so aufgegangen. Ich habe gesagt, okay, wir sind nicht alleine. So. Ja, war auch immer bislang so beim Echo so. Die ganzen Rapper sind durchgegangen, haben gesehen, ach scheiße, die großen Medien, die schneiden uns eh raus oder schneiden uns scheiße zusammen. Und dann sehen die uns, ah krass, okay. Dann. Aber ich muss sagen, Promi Flash war auch sehr nett. Ja, die so. Machen auch guten Job. Ja, ne? Mhm. Ja, die waren nett, Promi Flash war nett. Da kam so eine Dame, kam an. Alice so, heißt sie. Alice? Die Brille, genau. Genau, also da kam die Alice von Promi Flash, die kam an, die sagt so, ja, Entschuldigung, kann ich dich kurz sprechen und so. Ich war vollkommen verwundert, so, weil Promi Flash ist ja gar nicht mein Format normalerweise. Und da sagt sie so, ja, hier von Promi Flash und du hast ja das gemacht, du hast ja Mike Heiter gemacht und Rap Beef und das hältst du davon und so. Die waren ein bisschen im Thema, so weißt du, ich meine. Ja. Obercool. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, mit wem man spricht, glaube ich, am Ende. Das ist das wahrscheinlich. Hattest du das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass da Kiddies sind, die dich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, hattest du das Gefühl auf der Bühne? Safe. Ich glaube, 6.300 Leute waren hier, glaube ich, oder? 6.300? Ne? 6,5 und ich glaube 6.300 hatten keine Ahnung, wer dieser 2 Meter Schwarze gerade da ist. Haben die einfach nicht mitgemacht oder was? Oder haben die doch, also vom Auftritt war super, die Party war geil, also Stimmung war gut, aber die haben halt einfach nur die Musik gefeiert, was auch eigentlich eine gute Sache ist vom Ding her. Ist ja auch so ein bisschen Visitenkarte heute, so neue Zielgruppe erschließen. Ja, deswegen, das ist nice. Das ist nice gewesen. Was steht demnächst an? 14.12. kommt MB4. Batu, wann kommt Batu? Wann kommt Batu-Album? Januar? Batu-Album kommt. Wie viel? Ich glaube 25. Das ist mal Okay. Auf jeden Fall im Januar kommt Batu, Party im Bullshit, das Album. Und das sind die nächsten Sachen, die anstehen. Also Party im Bullshit steht an, MB4 steht an. Und dann im neuen Jahr geht's halt weiter mit Cass. Okay. So. Also steht der Plan schon. Ja, Bruder. Für die nächsten 2 Jahre. So. Dann, wir haben safe, Dukat, der noch kommt von der Drecks GmbH-Seite. Wir haben safe, Twin, der auch noch kommt. Ich komme nächstes Jahr auch nochmal mit was ganz Besonderem. We don't stop. Karbal kommt auch, wie konnte ich ihn vergessen? Karbal kommt auch mit einer miesen EP. So. Also das sind so viele Projekte, ich kann die gar nicht alle, ich hab die jetzt gar nicht alle im Kopf, aber die sind alle auf jeden Fall so, tschak, 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 in der Pipeline. Wir schießen direkt los, Januar geht's direkt los und dann geht's das ganze Jahr über weiter. Eine andere Frage, die mich sehr interessiert, die jetzt nicht weniger mit Rap zu tun hat. Ja, in einem anderen Interview hast du gesagt, hast du von deinem Clinch in der Nachbarschaft geredet. Ja. Hat dich jemand von der Nachbarschaft darauf angesprochen, auf das Interview? Ja, tatsächlich, hat mich jemand darauf angesprochen. Und hat gesagt, ob er vielleicht helfen kann, jemanden zu finden. Aber ich muss dazu sagen, wir haben die Täterin, es handelt sich tatsächlich um eine Frau. Also die erst geklingelt hat und gesagt hat, sie sind in meinem Wohnzimmer? Nein, nicht die. Auf die ist geschissen. Es geht um die Autokratzerei und so. Okay. Weißt du jetzt schon, wer es war? Ja, Bruder. Mein Schatten ist weit. Ja, okay. Ich schwör's dir. Bisschen tuscheln hier, bisschen tuscheln da, sprechen hier, sprechen da, bupp, rausgekommen. So. Handelt es sich tatsächlich um eine 60 Jahre alte Frau? Niemals. 60 Jahre alte Frau. Jetzt geh und mach was mit der. Was soll ich machen? Die Arme. Aber eine 60 Jahre alte Frau rotzt auf dein Auto? Rotzt auf mein Auto und zerkratzt mein Auto. Jetzt geh und mach was. Was willst du machen? Was soll ich machen? Man kann nur sagen, so komm. Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Hurentochter. Ja, Jahreskarte für... Du Hurentochter. Mit 60 Jahren, schäm dich mal bitte, Alter. Ja, schäm dich mal. Kannst du nur Jahreskarte für Waschstraße holen? Ja, man muss das dann einfach so hinnehmen. So. Wir machen keine Anzeige, also wir zeigen keinen Leuten bei der Polizei an. So, jetzt ist generell eine Frau erstens, was willst du machen? Schlagen kannst du sie nicht. Du kannst nichts machen. Wenn es ein Typ gewesen wäre, hätte sie was vom Kopf gehauen, kein Problem. Weißt du, was ich meine? So, auch wenn er 60 ist, ne? Dann auch nicht. Aber so,
Aber was willst du machen mit so alten Leuten, die verbitterte alte Leute? Ja. Da musst du das einfach hinnehmen, da musst du den sauren Apfel beißen einfach. Keine Option, das Gespräch zu suchen? Ja, was soll denn bei dem Gespräch rauskommen? Weiß ich nicht. Vielleicht ist sie dann erstmal erschrocken, dass du weißt, wer es war. Ja, das weiß sie ja schon. Ach, weiß ich schon? Ja, natürlich. Und macht's trotzdem? Na, jetzt macht es natürlich nicht mehr, aber, okay, aber ja. was soll man machen? Oh Mann, ey. Was soll man machen? Da muss man jetzt halt die 200 Euro da in die Hand nehmen und das Ding neu lackieren lassen, also den Schaden da beheben. Und dann ist das halt jetzt nochmal so. Was soll ich dir sagen? Ne? Aber egal. Wir haben ja alt Anstand, weißt du, ich meine? Auf jeden Fall mehr als sie, 100 Euro. So. Soll ich jetzt von der, alten Frau von ihrer Rente da 200 Euro nehmen? Geht auch nicht. Ja, Mann. So. Wer weiß, was ihr über die Leber gelaufen ist. Welchen Laus? Ein Hund. Oder ein Hund. Um noch ein bisschen über Musik zu sprechen. Du bist heute mit Rola aufgetreten. Ja, komm doch mal her, Rola. Was machst du denn Ich hatte es zu ihr auch schon gesagt. Ja, komm doch mal. Komm doch mal. Komm doch mal jetzt. Ich glaube, auf der Kamera kriegen wir sie hier so, mit drauf. Ich mach doch tatsächlich mal Platz hier. So. Ja, sicher. Oh, Schei. Aber heute nicht in Rollerblades. Nein. Über die Bühne. Aber in eigenen Klamotten, selbstgenähten. Welchen Song habt ihr performt? Ich war leider nicht vor der Bühne, ich war gerade noch im Struggle, hier überhaupt drin sein zu dürfen. Den Song, den gibt's eigentlich noch gar nicht, gell? Eigentlich noch nicht. Eigentlich gibt's ihn noch gar nicht. Okay. Der kommt mit dem Album am 14. Genau. Dezember. Ah, okay, ich hab's die Preview verpasst. Jetzt muss ich warten bis zum 14. Dezember. Genau, Halbmond. Tja, wie konntest du nur? Halbmond heißt es so. Was schmeißen die mich hier raus? Hättest du vorher gesagt, du bist mit uns. Ja, dann hätten die gesagt, okay, geh durch, ist in Ordnung. Wie ist zwischen euch eigentlich der Kontakt zustande gekommen? Ich glaube, dich hatte ich schon mal gefragt bei unserem Interview zu deinem Album, 12.12 Uhr. Manu, jetzt kommt der Test, der Freundschaftstest. Wie ist der Kontakt zustande gekommen zwischen euch? Das ist schon so lange her, dass ich mich, guck mal, ich erinnere mich schwer, wie ich Philipp kennengelernt habe. Weißt du, ich meine, deswegen, ich glaube, das ist aber schon richtig lange her. Es ist so, als ob ich sie mein ganzes Leben lang kenne. Mhm. Und der Kontakt war auf jeden Fall irgendwas Frankfurt bestimmt. Run. Prüfung? Du also, hast du mir gesagt, Bounce Brothers. Song. Ja, genau. Bounce Brothers, ja, Frankfurt. Ja, Bounce Brothers sind die Produzenten, die so der Link sind, genau. Irgendwie. Mhm. Und dann, es ist so irgendwie. Ich wollte mich so darauf aufspringen, wie du mich gerettet hast. So, ja, genau. Bounce Brothers. Wie sieht es in Zukunft aus? Der Song kommt jetzt, kommt dazu auch ein Video? Yes. Say. Darf man schon wissen, wie der Song heißt? Halbmond. Halbmond, okay. Ja, nicht schlecht. Halbmond. Ich bin traurig, dass ich das verpasst habe. Halbmond ist ein schöner Song. Ist ein schöner Song. Jetzt rückblickend zu deinem Album 12.12 Uhr. Wie würdest du sagen, die Davos fragen, wie war die Resonanz darauf? War cool, war gut. Mhm. Alle, die es gehört haben, haben es gefühlt und gefeiert. Und also das, was ich so mitkriege, ne, war gut. Hab mich gefreut auf jeden Fall. Nee, erzähl ruhig weiter. Das war's, Punkt. Ich wollte nur sagen, dass du mich in unserem Interview überrascht hast, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie für Gangland das Intro singen. Nee, New Jack City das Intro singen. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, wenn du das Video, da gibt's sogar ein Video zu. Dass die, okay. Ich hab zu Rula gesagt, ich meine, so, guck mal, wir brauchen. Ich meine, so, ich hatte so diesen New Jack City Flavor. Mhm. New York, Grime, dies, das. Ich meine, so, okay, wer kann das machen? Ich so, bang, das kann nur Rula machen. Mhm. So, wir hätten jetzt auch jemand anders fragen können, dann wäre es aber nicht das geworden. So, also es kann nur Rula machen. Da habe ich die Schwester angerufen. Ich habe gesagt, guck mal, Sis, wir haben hier ein Ding, guck, wir haben das und das vor, wir brauchen den und den Vibe. Und dann habe ich ihr aber gesagt, guck mal, das Ding ist aber, wir brauchen es aber a cappella. Mhm. Sie so, a cappella? Pff, kein Problem. Sag mir nur, worum es geht. Geschickt, einen Tag später, bang. Chöre, rechts, links, Vibe, Spannungsbogen, abgebaut, aufgebaut, am Ende, tada, und Ding war es da. Dieselbe. Nicht schlecht. So ungefähr, ja. Gar nicht, das hört sich viel krasser an als. Hört es euch selber einfach an. Auf jeden Fall. Das Intro von New Jack City. Gibt's überall auf Spotify und so weiter. Wollen wir das Interview nicht künstlich in die Länge ziehen? Das waren Rola, vielen Dank für das Interview. Manuelsen, vielen Dank für das Interview. Ah. Deutschrap bei The Dome. Pullover. Ich will ihn haben. Nein, ich will ihn nicht. Aber er ist schön. Dankeschön. Okay. Danke, dass ich das nochmal auf Kamera habe, dass er mir Props für meinen Pullover gibt. Nice. Das war TV Straßensound, Hip-Hop und Deutschrap ist auf jeden Fall am Start bei The Dome. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, auch bei den Herren und Mädels. Vielen Dank, macht's gut, ciao. Ja.